Herzlich willkommen zu Folge 6. Werden wir den Boss besiegen? Und was wird danach passieren? Wir werden es jetzt erfahren. Es ist ziemlich ruhig hier. Das ist seltsam. Warte! Da ist etwas! Mach dich bereit! Okay. Ich glaube, ich habe einen kleinen Pilz als Gegner. Angst? Ich esse mal mein letztes Croissant. Mama, ich muss mal gucken. Kann man diese Äpfel eigentlich essen? Nein, die Pilze esse ich nicht. Das heißt, ich esse einen Apfel jetzt. Und sauf eine Milch. Oha! Jetzt kann ich nicht auswählen. Juhu! Gewonnen, 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 gewonnen. Das war hart. Ich nehme an, dass jedes Relikt so einen Wächter hat. Wir sollten den Weisen dazu befragen. Wie auch immer, lass uns das Relikt holen und hier schnell verschwinden, Jan. Geht klar. Bitte, bitte, Silberschlüssel. Ja. Kurz untersuchen. Dann können wir noch die Truhe holen. Hihi. Chino, hast du das Thron zurückzulassen? Katzenpfote drauf. So ganz zufällig. Bei Pfoten. Und so. Yay, Relikt der Macht. Jetzt wird Chino stärker. Teleportkristall braucht man nicht. Wir holen uns jetzt die Kiste. Hihi. Ups. Leute, das war jetzt nicht geplant. Naja, zumindest kriege ich genug Pilze zusammen. Äpfel sind gesund, Leute. Äpfel sind gesund. Hä? Habe ich nicht irgendeinen Silberschlüssel bekommen? Nö, ich war eben so der Meinung, es war ein Silberschlüssel.
Dir lasse ich jetzt meine Wut aus. Dann können wir uns doch raus teleportieren lassen. Ach nee, wir hätten ja eigentlich zum anderen. Ich glaube, der Weg ist auf beiden Seiten gleich. Es war schon Abend. Weiß es 1:01, ob der mir noch aufmacht? Ich glaube, das schlafen wir erstmal zum nächsten Morgen. Die Seelen da drauf. Dann gehen wir mal schlafen. Ich frage mich übrigens, ab wann ich dann Sachen abbauen kann. Und wie süß, meine Katze hat gerade mich angeguckt. Sie fühlte sich angesprochen. Und ich hätte gerne einen Teleportpunkt bei dem Weisen. Das ist ja nervig, ich muss immer hinlaufen. Thank you.
gucken wir jetzt mal. Hallo. Wie war es? War das Relikt in der Flusshöhle? Jo. Ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt, dass du sicher mit dem Relikt zurückgekehrt bist. Für einen derartigen Neuling in der Magie machst du einen guten Job. Liegt wohl wirklich in der Familie, was? Du kannst dich jetzt ausruhen. Ich lasse dich wissen, wenn ich neue Informationen über die Relikte habe. Wenn du ein paar neue Sprüche lernen willst, dann kannst du diesen magischen Kessel verwenden. Der funktioniert genauso wie ein Zauberbuch. Und jetzt entschuldige mich. Ich muss mehr Informationen zu den Relikten sammeln. Hörst du mich gerade raus? Hallo? Ich will den Kessel noch benutzen. Ich bin froh, dass der Weise endlich unser Können erkannt hat. Jetzt weiß er, dass du kein gewöhnlicher Soldat bist. Hehe. Bist du nicht neugierig darauf zu erfahren, was zwischen den Zauberwirkern und dem Reich vorgefallen ist? Es scheint nicht gut zwischen ihnen zu stehen. Es wäre großartig, wenn wir einen echten Zauberwirker treffen könnten. Onkel Payne zählt natürlich nicht, nachdem er nie etwas darüber gesagt und auch nie in unserer Gegenwart Zauber gewirkt hat. Vielleicht sollten wir nächstes Mal den Weisen dazu befragen. Bist du nicht müde? Ich bin erschöpft. Kann ich schaden, eine Pause zu machen, oder? Lass uns nach Hause gehen und ausruhen. Ich spüre, dass bald ein ganzer Haufen Aufgaben auf uns warten wird. Wir sollten bereit sein. Ich habe gerade geschlafen. Oh Mann. Was ist, Anführer Oliver? Ist etwas passiert? Brauchst du unsere Hilfe? Hallo, junge Soldaten. Alles in Ordnung hier mit euch? Oh nein, es ist nichts. Ich wollte euch nur ein bisschen Hilfe geben. Natürlich wimmelt es in den Gebieten rund um das Dorf nur so von Monstern. Wenn ihr ein paar Vorräte braucht, um eure Gesundheit nach einem Kampf wiederherzustellen, dann könnt ihr die vom Proviantmeister des Dorfes erhalten. Unsere Köchin Mrs. Apple bereitet köstliche Gerichte zu, wenn ihr ihr die richtigen Zutaten bringt. Mit ihnen könnt ihr nicht nur eure Gesundheit wiederherstellen, durch den Verkauf der Gerichte auf der Farm könnt ihr auch zu Geld kommen. Und besucht auch unseren geliebten Schmied Shamrock. Seine Arbeit ist seine Leidenschaft und er liebt es, Abenteurer bei der Herstellung neuer Ausrüstung zu unterstützen. Oh, das klingt großartig! Was müssen wir tun, um neue Ausrüstung zu bekommen, Anführer Oliver? Als erstes müsst ihr Shamrock besuchen, um herauszufinden, welche Materialien er braucht. Anschließend müsst ihr diese Materialien suchen und zu ihm bringen. Üblicherweise erhält man Materialien durch das Besiegen von Monstern. Wenn ihr überzähliges Material habt oder Dinge, die ihr nicht braucht, dann könnt ihr sie in die Verkaufskiste legen. Ich werde mich um ihren Verkauf kümmern und am Morgen das Geld deponieren. Denkt daran, die Läden zu besuchen, bevor ihr euer Material hier verkauft. Ihr wollt ja nicht aus Versehen Material weggeben, das ihr gerade braucht, oder? Sehr aufmerksam, Anführer Oliver. Danke sehr. Wusstet ihr, dass euer Großvater ein versierter Farmer war? Wirklich? Nein, das wussten wir nicht. Ja, und was für einer. Kiki hat sich ziemlich von ihm inspirieren lassen. Sie ist die letzte Farmerin des Dorfs und verkauft Saatgut. Ihr solltet sie mal besuchen. Sie wird sehr gerne alles mit euch teilen, was sie über die Landwirtschaft weiß. Vielleicht hilft sie euch auch ein bisschen, die Farm auf Vordermann zu bringen. Nun, das ist alles, was ich zu sagen habe. Entschuldigt meine Langatmigkeit, Kinder. Hoffentlich habe ich nicht irgendwas ausgelassen. Erholt euch gut, junge Soldaten. Okay. Wäre schön, wenn ich das aufmachen könnte, da bauen könnte und diese Steine hier loswerden könnte. Dann wollen wir mal Kiki ausfragen gehen. Das war's auch schon wieder. Was wird uns wohl nächstes Mal erwarten?
Schaltet ein dann zur 7. Folge. Was bringt uns für Kiki?